die Katalognummer 32, Zuckerpuppe. Wilfried Becker, der Züchter, vierjährige Tochter des Sumos, die Limo R von De Niro, Lauris Crusader, Weltmeier. Staatsprämienstute, ebenfalls Entring, Stute der Elite-Show 2022 mit hervorragender Studienleistungsprüfung. Aus ihrer Familie ebenfalls auch schon zahlreiche gekürte und sporterfolgreiche Hengste, allen voran unter anderem der Bundeschampion und spätere erfolgreiche Weltmeisterschaftskandidat Fürstenluck von Fürstenball aus diesem direkten Mutterstamm. Also auch hier wieder eine Top-Offerte, nicht nur für die sportbegeisterten Kunden unter uns, sondern eben auch für die Zuchtinteressierten. Viel Spaß mit der 32 Zuckerpuppe und im Training mit Jolina und Christoph Hess. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für uns alle bei Thomas Münch, dass er uns Freude wünscht. Und das ist wirklich so. Diese Zuckerpuppe habe ich im Training gesehen. Ich habe sie auch gesehen, wie sie ausprobiert wurde. Das ist so ein richtiges easy-going Horse, so ein Fun-Horse. Raufsetzen, losreiten und jeden Augenblick genießen. Und das finde ich toll, dass diese junge Reiterin, die hier als Lehrling ist, so ein Pferd reiten darf. So kriegen junge Reiter das richtige Gefühl, wie man junge Pferde reiten muss. Die kriegen das richtige Reitgefühl. Und das können sie dann nachher auch auf schwierigere Pferde übertragen. Aber dieses Pferd ist einfach so ein Pferd, um Freude zu haben. Und derjenige, der sich den Namen Zuckerpuppe hat einfallen lassen, den kann man nur zu beglückwünschen. Das ist genau der richtige Name für dieses Püppchen. Aber es ist trotzdem ein Pferd, mit dem man alles machen kann. Und da glaube ich auch, da hat der Profi seinen Spaß dran, weil er, wenn er so ein Pferd im Stall hat, wird er sagen, Mensch, davon müsste ich noch 5, 6 andere haben. Dann hätte ich genau die richtige Kollektion zusammen. Und der Amateur, die Amateurin wird sagen, Mensch, wunderbar, den ganzen Tag freue ich mich darauf, abends oder am Nachmittag dieses Pferd zu reiten. Gucken Sie mal hin, die ist einfach mit sich und der Welt zufrieden. Nicht wir Menschen auch, zum Teil sind wir immer unzufrieden. Die Sonne scheint, sind wir unzufrieden, weil es nicht regnet. Wenn es regnet, sollte die Sonne scheinen. Immer ist es verkehrt. Immer gerade wie es ist, ist es verkehrt. Und dieses Pferd gibt einem so das Gefühl, egal was ist, immer ist es richtig. Und die Jolina macht das ganz, ganz toll mit dem Pferd. Und ich wünsche diesem Pferd wirklich einen ganz, ganz guten Reiter. Das muss gar kein super Profi sein, gar kein weit ausgebildeter Reiter. Weil dieses Pferd jeden Reiter gut aussehen lässt. Ich, guter Trab, guter Galopp, gleich erfreuen wir uns nochmal am Schritt. Alles ist richtig. Guter Bewegungsablauf aus der Hinterhand über den schwingenden Rücken, dehnt sich das Pferd an die Hand heran und die Bewegung schwingt vom Hinterbein über den Rücken, durch den Hals, durch das Genick, ins Maul hinein. Man spürt förmlich mit den Fingern die Hinterbeine. Macht einfach Freude. Das ist so ein Pferd, wo man eigentlich, Jolina, wenn man es geritten hat, an den Besitzer Geld zahlen muss und sagen muss, danke, 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 dass ich dieses Pferd reiten darf. Ja, ladies and gentlemen, that's a horse just to ride for fun. That's good for an amateur. That's an easy horse. It's the opposite of a project horse. And when you ride the horse in this way, as Jolina is doing it, you can start a day after the auction and then you can ask, where's the next competition? Where can I compete with this horse? Because this horse is ready to compete on, I would say, A level, we say in Germany, novice class, something like this in the English-speaking countries, and or elementary, I'm not quite sure which is the right word, what is the right class, but this is lovely the way to watch this horse, and then smooth transition into walk, and then loose rein, lovely walk, big steps, good in rhythm, happy horse and happy rider. Ja, meine Damen und Herren, das ist Harmonie pur, alles ist easy going und ja, ich wünsche dem Besitzer, der neuen Besitzerin von Zuckerpuppe Kopf Nummer 32 ganz, ganz viel Freude mit diesem Pferd.